Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comic. Ich habe den Hang zwischen diesen beiden Stellflächen vor einigen Monaten mit dieser Gabionenwand abgesichert und dahinter ein Hochbeet angelegt. Dieses Hochbeet soll zukünftig bewässert werden. Hierzu greife ich auf ein System mit einem Tropfschlauch zurück. Das Ganze wird vollkommen automatisch gesteuert und ich verbaue folgende Bauteile. Wenn ihr wissen wollt, wie ich dabei vorgehe, bleibt dran, gleich geht's los. Beim Bau dieser vollautomatischen Bewässerungsanlage setze ich auf Komponenten, mit denen ich bisher schon sehr gute Erfahrungen gesammelt habe. Insbesondere die Produkte von Hunter und Rainbird sind mir dabei ans Herz gewachsen. Den Tropfschlauch von Rainbird habe ich noch nicht verwendet. Das wird auch für mich ein Experiment werden. Alle Links zu den Produkten, die ich hier verbaue, habe ich natürlich wieder unten in der Beschreibung eingefügt, so dass ihr das Ganze problemlos nachbauen könnt. Die Wasserversorgung erfolgt über einen 25er PE-Schlauch, den ich vorab bei der Installation meiner großen Gabionenmauer bereits vorverlegt habe. Beim Bau der Kleinmauer habe ich den PE-Schlauch bzw. das PE-Rohr bereits in der Erde eingebracht und hinter den Gabionen hervorgezogen. Ein Leerrohr für die Elektrik ist ebenfalls vorhanden. Beides endet hier auf der Ecke und auch hier wird die Verteilerbox installiert werden. Bevor ich nun aber die Box einbaue, den Hang angleiche und das Bewässerungsrohr ausbringe, werde ich euch zunächst mit in meine Werkstatt nehmen, um euch die einzelnen Komponenten und den Zusammenbau vorzustellen. Zurück in der Werkstatt seht ihr hier die Komponenten, aus denen ich den Verteiler zusammenbauen werde. Das zentrale Stück ist dieser Zweifachverteiler. An diesem angeschlossen wird das Hunter-Magnetventil und zusätzlich noch ein separater Wasserabgang, der über einen ganz normalen Schlauchanschluss betrieben werden kann. Dazu kommen diverse Übergänge an das 25er PE-Rohr, verschiedene Muffen, Dichtringe und Winkel, um das Ganze miteinander zu verbauen. Am Schlauch selber setze ich dann verschiedene Fittinge ein, T-Stücken, Winkel, Verbinder bzw. Endstücken. Aber es gibt auch passende Systeme, wie diese hier zum Beispiel von Rainbird. Ich werde jetzt hier Platz schaffen und dann das Ganze einfach mal zusammenbauen. Beginnen werde ich dabei auf der linken Seite mit dem Zufluss. An dieser Seite wird das Wasser eingespeist. Hierfür verwende ich einen Winkel. Dieser Winkel ist flexibel in der Entfernung. Das heißt, dieses Stück kann angepasst werden. Das Ganze wird jetzt so miteinander verbunden. Die Bauteile selber verfügen über einen integrierten Dichtring. Das heißt, ich kann das Ganze jetzt hier einfach problemlos ineinander schrauben, ohne Werkzeug, handfest. Anschließend bleibt das Ganze immer noch flexibel bewegbar. Das Ganze wird jetzt so erfolgen. Um hier meinen Übergang anschließen zu können an das 25er PE-Rohr, was aus der Erde rauskommt, das Ganze über den Drehverschluss, werde ich zusätzlich diese Muffe einbauen. Denn ich habe hier ein 1 Zoll Innengewinde und gleichzeitig auch hier ein 1 Zoll Innengewinde. Diese Muffe ist zum System dazu auf der einen Seite mit einem Dichtring ausgestattet, auf der anderen Seite ohne. Dadurch, dass hier im Fitting bereits ein Dichtring integriert ist, aber auch hier spielt es letztendlich gar keine Rolle. Das Ganze einfach nur handfest gedreht. Ihr seht also, hier fließt das Wasser hinein und wird dann über die beiden Ausgänge bzw. diesen dritten Ausgang weiterverteilt. Mein Ziel ist es nun, an diesem ersten Abgang das Hunter-Magnetventil zu befestigen und hier am Endstück den Wasserhahn, an den ich später einen Gartenschlauch anschließen kann. Dieses Stück hier wird im Moment nicht benötigt, vielleicht später einmal. Aus diesem Grunde werde ich es stilllegen. Hierzu verwende ich ebenfalls die eben schon gezeigte Muffe, die oben in die Öffnung hineinkommt, und eine ganz normale Blindkappe. Die Blindkappe selber verfügt ebenfalls über einen Nullring, der das Ganze abdichtet. Ich werde nun die Blindkappe auf die Muffe aufschrauben, handfest, und anschließend an den Verteiler anschrauben, handfest.
Der Anschluss des Wasserschlauchs erfolgt über diese Schnellkupplung. Diese wiederum wird angeschlossen an diesen Wasserhahn, der über den Winkel mit dem Hauptverteiler verbunden ist. Da der Wasserhahn selber keine Nullringe hat und ich auch hier nicht mit Teflonband und ähnlichem arbeiten möchte, weil Plastik auf Metall meiner Meinung nach nicht wirklich gut funktioniert, werde ich das Ganze über einen Nullring lösen. Der Nullring wird einfach eingelegt und anschließend schraube ich den Winkel hinein. Das Ganze wird dann so aussehen und die Schnellkupplung für den Gartenschlauch verfügt bereits über einen integrierten Nullring. Diese wird hier vorne aufgeschraubt. Das Ganze schaut dann so aus. Nun kann ich über diesen Hahn separat den Schlauch steuern, sofern ich ihn benötige. Der Abgang für den Schlauch wird nun am Verteiler angebracht. Dieser verfügt an der Seite über ein Außengewinde, wo dieses Winkelstück mit dem Innengewinde problemlos hineinpasst. Dieses werde ich nun einfach aufschrauben. Ganze letztendlich so ausschaut. Der Wasserzulauf erfolgt hier. Das Wasser wird einmal in das Magnetventil weitergegeben. Hier ist das Ganze geschlossen durch den Stopfen und hier habe ich einen zusätzlichen Wasserhahn, den ich bei Bedarf öffnen oder schließen kann und somit einen separaten Wasserschlauch benutzen kann. Nun kann das Handermagnetventil angeschlossen werden. Doch bevor ich dieses an diesen Überwurf festdrehe, werde ich es zunächst vorbereiten müssen. Mit dem Handermagnetventil ist es möglich, die Anlage komplett automatisch zu steuern. Die beiden Kabel werden an meinen Bewässerungscomputer angeschlossen. 24 Volt im Wechselstrom sorgen dafür, dass die Magnetspule dieses Ventil öffnet oder eben geschlossen hält. Dieses Magnetventil verfügt zusätzlich über eine Druckregulierung. Das heißt, den Wasserfluss in der Menge kann ich über diese Schraube zusätzlich einstellen. Die Wasserrichtung ist über diesen Pfeil angegeben, so dass man dahingehend nichts verkehrt machen kann. Das Wasser fließt hier herein und auf dieser Seite wieder heraus. Für den Anschluss des Tropfschlauchs verwende ich die passenden Fittinge, die von Rainbird zugeliefert werden. Das Ganze besteht aus einer Muffe, einem Überwurfring und einem Adapter, auf dem der Schlauch aufgeschoben wird. Dieser Adapter steckt dann hier drinnen und wird dann über diesen Überwurfring fixiert und befestigt. Problematisch ist es jedoch, dass dieses 1 Zoll Außengewinde auf dieses 3/4 Zoll ebenfalls Außengewinde treffen. Das Ganze passt nicht zueinander. Aus diesem Grunde habe ich mich entschieden, zusätzlich ein Reduzierstück jeweils mit Innengewinde anzubringen. Dieses Reduzierstück verfügt über keinerlei Dichtung, ist dafür aber relativ günstig erhältlich. Um das Ganze hier abzudichten, verwende ich einen Nullring und schraube anschließend den Überwurf an das Magnetventil. Auch hier nur handfest. Im nächsten Schritt erfolgt die Befestigung der Muffe an das Reduzierstück. Auch hier befindet sich keine Dichtung. Ich verwende in dem Fall einfach eine Überwurfdichtung und schraube das Ganze fest. Nun kann das Wasser auf der linken Seite einströmen, über das Magnetventil freigeschalten werden. Das Wasser läuft hier durch und wird dann hier an den 16er Schlauch übergeben. Zum Schluss schraube ich das Magnetventil noch an meinen Verteiler. Auch hier nur handfest.
Der Vorteil an diesem System ist, dass ich hier ein gewisses Spiel habe. Das bedeutet, im ausgezogenen Zustand wird das Ganze in meine Box eingebaut. Sollte ich später einmal das Ventil wechseln müssen wegen eines Defektes oder einfach um es zu reinigen oder aus welchen Gründen auch immer, wird der Überwurf locker geschraubt und zieht sich dann so weit zurück, dass ich das Ventil problemlos entnehmen kann, ohne diese gesamte Konstruktion aus der Box zu entfernen oder auseinanderzuschrauben. Somit habe ich den Verteiler bereits fertig. Das 25er PE-Rohr wird hier angeschlossen. Das wird später schräg aus der Erde nach oben durchgestoßen. Das Wasser verteilt sich zum einen über das Magnetventil im geöffneten Zustand weiter an das 16er Tropfschlauchsystem. Hier ist das Ganze noch geschlossen. Hier könnte ich später noch einen weiteren Bewässerungskreis anschließen. Und zum Schluss noch der Anschluss für einen Gartenschlauch, dass ich den eben bei Bedarf hier einfach über die Schnellkupplung anschließen kann. Nachdem ich den Verteiler fertig montiert habe, kann ich zurück in den Garten gehen und den Einbau meiner Box vorbereiten. Zurück im Garten. Ich werde zunächst das Beet vorbereiten, um die Rohre zu verlegen. Hierzu werde ich das alte Unkrautschutzvlies entfernen, die Erde gerade abziehen und das Loch ausschachten, in welchem ich die Ventilbox unterbringen möchte. Der Hang ist vorbereitet. Ich habe das Unkrautvlies entfernt und die Fläche weitestgehend gleichmäßig abgezogen. Gräben für die Leerrohre habe ich ebenfalls eingebracht. Die Ventilbox ist an ihrer finalen Stelle positioniert und grob ausgerichtet. Den Verteiler habe ich vorab bereits eingelegt und mir die Höhe für das Loch des Ausgangs angezeichnet. Gleichzeitig habe ich bereits eine Markierung am Zulauf gemacht, um dort das Rohr passend abzuschneiden. Nun werde ich die Box mit Kies auffüllen, um so die finale Position zu festigen. Ich habe die Box nun vollständig eingebaut. Die Box ist umgeben von Kies, der das Ganze auch stabilisiert, zusätzlich zu meinen beiden Leerrohren. Der Verteiler ist eingebaut, ihr seht das Magnetventil und nun fehlt nur noch der Tropfschlauch. Diesen werde ich jetzt am Fitting oben befestigen und zunächst einfach nach oben weggehen lassen. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Box nun fertig montiert. Der Kies ist eingebracht,
der Verteiler liegt auf. Das Tropfrohr habe ich ebenfalls mit dem Fitting am Magnetventil befestigt. Es wird Zeit, das Ganze zu testen, ob es tatsächlich funktioniert. Hierzu habe ich am Zulauf an meinem 25er PE-Rohr einen provisorischen Adapter angebaut und den ganz normalen Gartenschlauch. Da ist bereits der Druck drauf. Diesen stelle ich jetzt an und dann schauen wir jetzt, ob das Ganze dicht ist. Ich habe nun gute 10 Minuten den Wasserdruck auf der Anlage gelassen. Die Wasseruhr steht still. Das bedeutet, dass meine Anlage dicht ist. Nun kann ich testen, ob auch die einzelnen Komponenten funktionieren. Zum einen wäre hier der Anschluss für meinen Gartenschlauch. Wie ihr sehen könnt, funktioniert das Ganze. Und auf der anderen Seite bleibt das Magnetventil, das meinen provisorisch angeschlossenen Tropfschlauch versorgt. Das Ende des Tropfschlauchs habe ich mit einem Ventil blockiert, beziehungsweise mit diesem Endstopfen. Und auch hier mit einer halben Umdrehung kann ich das Ganze öffnen. Mit dem Öffnen des Magnetventils wird der Tropfschlauch mit Wasser versorgt. Alle 30 cm befindet sich ein Loch in diesem Schlauch, aus welchem das Wasser herausströmt. Mit einer Umdrehung nach rechts wird das Ventil von Hand wieder geschlossen und das Wasser abgestellt. Bis zu diesem Punkt unterscheidet sich diese Anlage nicht von einer anderen Bewässerungsanlage. Auf die gleiche Weise könnt ihr auch eine Rasenbewässerungsanlage oder eine Heckenbewässerungsanlage installieren. Alle Bauteile, die ich hier verwendet habe, findet ihr unten in der Videobeschreibung. An dieser Stelle endet das erste Video meines Projektes zur Bewässerung dieses Hangs mittels Tropfschlauch. Im zweiten Teil zeige ich euch dann, wie ich den Tropfschlauch ausbringe, die Wabengitter installiere und anschließend die Zwischenräume mit Zierkies schließe. Wenn ihr dieses Video nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal, drückt die Bimmel und ihr bleibt up to date und werdet automatisch informiert, sobald das zweite Video online ist. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.